Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die mit bogenschießender Jule. Ja, da stand gerade einer hinter dir und jetzt ist einer da hochgesprungen. Boing. Und den da habe ich gerade erschossen. Naja. Passiert. So, nächste Quest. You're simply the quest. Du bist echt bekloppt, bist du. So. Ja. Ja. Ich bin also ich bin gern ein bisschen bekloppt. Das muss so sein. Das muss so? Na toll. Hey, ein Huhn. Ein bisschen bekloppt sein muss man hier, wenn man das spielt. Allgemein, glaube ich, muss man ein bisschen. Verrückt muss man sein. Ich sollte vielleicht mal gerade hier die Quest aktivieren. Das ist eine gute Idee. Was ist denn das hier? Der Airdrops ist hier mitten auf den Hof gefallen oder was? Oh Gott. Der ist mitten auf den Hof geplumpst hier, der Airdrops. Das war eine blöde Idee. Wer denn? Wo denn? Ach du. Okay. Irgendwie auch blöd, wenn die Zombies zwar 50 Meter weit fliegen, aber nicht genug Schaden kriegen, damit sie direkt dead sind. Ja. Da muss man wieder hinterherlaufen, bis sie sich aufrappeln und irgendwie mal aus dem Pott kommen. Oh, ich so, nein, scheiße, jetzt muss ich hinterherlatschen. Ja. Was ist denn das hier? Hier ist ja ein Knast. Oha. Hier ist was? Hier ist ein Gefängnis. Das ist aber auch cool hier mit dem ein Schwimmbad. Oder so, mit dem See. Das ist schick. Hier ist ein Poopy Pants gegenüber vom Poopy Pants. Na, das ist ja interessant. Echt? Ja, jetzt machen sie schon die Kindergärten Konkurrenz. Das ist wie Burger King und McDoof nebeneinander. Ja. Ja. Okay. Hä, habe ich das nicht gerade aktiviert, die Quest? Hä? Befall, Säuber. Ach, sind beide fertig. Ach so. Ach so. Okay. Da hatten wir beide fertig gemacht. Wir haben beide Quests. Stimmt, wir haben die eine gleich noch hintereinander drangehangen. Da hast du gesagt, die machen wir jetzt noch, obwohl wir voll beladen sind. Ja, ja, hast ja recht. Ist nicht schlimm. Dann können wir ja... Soll man dann erst leer machen fahren zu Hause oder soll man erst zum Händler? Ich düse jetzt direkt zum Händler. Nützt ja nichts leer zu machen. Also macht keinen Unterschied. Gut. Okay. Ja, dann gucke ich mal, was hier im Moped ist, was wir hier verscherbeln. Ich guck noch mal rein. Das. Kabelzange verkaufe ich auch. Tach, Wrecked, alte Socke, Militärhandstufe, Handschuhe. Gar nicht so schlecht. Make it snappy, I gotta take a crap. Naja, aber ich nehme den Stahl. Und ich nehme eine Schlagabwehrmod mit. So, Hotel Zombona, Fire Station, Karls Cars, Judy Witch. Listen up, Jackhead. Well, good luck. By the looks of it, you're gonna need it. So, zum Lesen hat er nix. Mods hat er auch nichts wirklich Tolles.
Ja, wir gehen irgendwie immer zum gleichen Händler für dich in den letzten Folgen. Wir müssten mal woanders Shit, hinfahren, wenn er. Der kann ja gar nicht auffüllen oder so. Ja. So. Ein Stahlspeer würde er mir geben. Stahlschaufel hast du schon, oder? Nö, nein. Doch, eine Vierer Stahlschaufel habe ich, ja. Alles klar. Öffnen. Taktisches Sturmgewehr. Ja, bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Nee, ich muss noch ausleeren. Was denn los? Cha-ching! Thanks, buddy. So. Ja, jetzt bin ich mal losgeworden. Jetzt geht's mir wieder gut. Und ich muss dein Buch noch durchgucken. Da ist er schon. Ich weiß. Soll das jetzt heißen? Das, was ich sage. Okay. Tja, jetzt stehe ich hier wieder. Wie bestellt und nicht abgeholt. Oh. Nimm eine Quest mit. Ja, Chef. Wenn du schon beim Händler bist, ey. Man kann gar keine Zombies da drin triggern. In dem Vanity Tower, wenn man da drauf schießt mit dem Pfeil. Finde ich schade. Eine Quest. Abholen und säubern. Befallene beseitigen. Karls Cars. Ich habe Judy Witch habe ich genommen. Fire Station. Ich komme raus. Warte mal. Ich habe was für dich. Oh, ein taktisches Sturmgewehr. Geiler Scheiß. Dankeschön. Könntest jetzt meine Radiators Mod haben? Nö, du hast doch auch eine. Du hast sie doch gefunden, oder nicht? Ja, die habe ich auf meine Dings drauf gemacht, auf meine Schrotze. Ja, aber dann lass sie doch da drauf, oder nicht? Okay, ich hätte sie dir auch gegeben. Nein, das ist doch deine Mod. So, begib dich zum Sammelpunkt in 90 Metern, habe ich aktiv. Okay, dann muss ich das aktivieren. Der Judy Witch ist direkt hier vorne. Die olle Hexe. Was machst du da? Ich bin über eine Huppel gefahren. Nee, da ging es eher nach unten. Ja, und da bin ich rein und dann wollte ich raus und dabei bin ich über eine Huppel gefahren. Ach, hier war ich mal ganz kurz vorn drin, stimmt. Hier, wo der Tracker ist. Okay. Ja, dann können wir ja direkt auslösen hier. Ist nix. Hier geht's in den Keller. Wir müssen auch in den Keller. Ja. In den Keller. Ach, hier ist das Drogenlabor. Hier, die ganzen Pilze. Die baue ich gar nicht erst ab, ey. Ah, nö. Guck ich lieber hier in die Chemiestation rein. Was ist das hier? Ist das Nitrat? Jo. Das kann man ja mitnehmen. Nitrat. Also, das sind Sandsäcke. Eine Säure. So, die ganzen Kürbissamen und so ein Krempel, das schmeiße ich alles weg, ne? Ja, ja, schmeiß weg. Alles gut. Hinter dir geht... Ja, hinter dir hängt ein Schlüssel. Ja, für die Tür.
Für den Innenhof. An die Couch. Na, so stelle ich mir unseren Balkon auch vor. Er sieht aber sehr karg aus, von der Grill ist am Arsch. Nee, das geht nicht. Also der Grill muss funktionieren. Ja, ja, ist klar. Dass der funktionieren muss, habe ich mir schon gedacht. Ja, klar. Oh, ich habe 2 Punkte. Ups. Ach ja, stimmt. Skillpunkte. Ich habe auch einen. Schön. Maschinengewehrschütze. Kann man nicht machen. Schmerztoleranz. Und was brauche ich dafür? 5. Nee. Na dann. Und dann kann ich Maschinengewehrschütze beim nächsten Mal noch was reinballern. Das wäre doch ganz nett. Das ist meine Tasche. Yes. Ja, meine ist irgendwo unten. Unten? Mhm. Aber die muss im Nachbargebäude sein oder so. Ich weiß es nicht. Also es gab ja noch so eine Scheune oder sowas. Nebenan ist noch irgendwas. Ich geh mal hoch. Hier ist bestimmt was los. Oh ja. Da gehst du mal die Leiter hoch. Alles sauber, Boss. Na gut. Sehr schön. Ach ja. Ach du Scheiße. Ah, da steht der Loot. Dahinter steht der Loot. Aber wir müssen nach oben. Achso. Oh, der Biker war früher beim Turnen. Ein Flickflack. War da wirklich? Was habe ich denn hier gefunden? Scrapping for fun. Ah. Ja. Ah. Zwei Kürbisse. Ah. Ah. So, jetzt muss ich auch mal was essen hier. Oh je. Na, hauen Sie mal rein. Ja, mach ich auch. Hätte hier noch Bücher für dich, 3 Stück. Mhm. Schmeiß raus. Und dann müssen wir. Fischko! Taco, taco! Müssen wir hier hoch. Ah ja. Oh. Waren wir hier nicht mal, sind wir hier nicht mal hochgegangen und dann kam die dicke alte Tante nach? War das nicht hier? Weiß ich nicht. Oder war mehr. Das dieses komische
Wenn, dann habe ich es gelöscht aus meinem Gedächtnis. Ich glaube, das war ein anderes Gebäude. Ich glaube, das war dieses Buddy's Grain oder wie das heißt. Dieses komische Pulver-Dingsbums-Zementwerk da. Ach so. Ja, da waren wir auch öfter mal. Was? Oh. Alles grün. Aber wirklich. Ist aber gut hier. Grün, grün, grün sind alle meine Farben. Da ist eine Tasche. Ja. Das ist meine Kuriertasche. Dash. Munition. Ich öffne, du kannst aufklüppeln. Ja, da freue ich mich drauf. Hab ich's doch gewusst. Ja. Furious Fists. Das hast du doch auch gelesen, oder? Ja. Bauplan, Mündungsbremse. Offen. Und ein Big Hitters Buch für dich. Hm. Tools Digest und nochmal Scrapping for Fun. Ein 1er Holzbogen, den zerlege ich direkt. Ja, bitte. Warte, dann habe ich hier zu lesen für dich das, das und das. Du bist total abgehakt, ey. Egal. Dankeschön. Immer noch? Nee, jetzt nicht mehr. So, zurück zum Pendler. Beziehungsweise andere Quest aktivieren, ne? Yo. Wo ist die? Wo ist die? Da hinten. Gar nicht so weit weg. Erstmal Moped. 400 Meter sind das. Obwohl, die Steine kann ich auch wegschmeißen, die Kürbisse kann ich auch wegschmeißen. Oh. Er ist wieder mit meinem Moped. Ich wollte mal kurz gucken und ja. Mhm. Ja. Ja, hat nicht funktioniert. Rufst du mich an oder was? Ja, ich hub dir hinterher. Hey, Baby! Oh Gott, ja. Nein, nicht gut. Nein. Ich dachte, Frauen mögen das. Ja, genau. Hast du mal gelesen, ne? Genau. Also mögen die das nicht? Ne. Oder war ein Baum im Weg? Einer von diesen schmalen hier? Ja, genau. Oh mein Gott, der ist so bereit wie ein Bleistift. Ja. Ja. Und den hast du mitgenommen. Mhm. Gut. Alles klar. Ich will Feuerwehrmann werden. Vehicle Adventure. Schön. Und ein Rad. Jule hat ein Rad ab. Jule hat ein Rad ab. Ja. Aber sowas von. Ja. Schön, dass du mir da endlich zustimmst. Klar, wieso sollte ich das abstreiten?
Isse. So, morgen. Oh. Mensch. Wir wollen Zombies rein. Da ist wahrscheinlich, junger Mann. Da muss auch irgendwo was Grünes sein. Nicht so aufdringlich hier. Ja, ich hab's schon gesehen, glaube ich. Ja, mal. Ist der mir einfach auf den Kopf gesprungen, ey? Glaubst du es? Ja. Junge, Junge, Junge. Ja, er ist dir ohne zu Kopf. Zu fragen, ne? Ist er einfach. Ist dir zu Kopf gestiegen. Ja. Die Essen war doch gleich mal weg. Nichts. Bestimmt die Treppe da hoch, ne? Ja, wo ist denn die Treppe? Hinten weiter. Also da, wo du warst. Hier. Hier. Beim Automaten. Hier. Ach ja, genau. Genau. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Ja? Hm. Ja! Action! Ah, falsche Richtung, Leute. Die denn hier? Die wollten hier runter? Ich glaube, wir haben unten jemanden geweckt. So, ich gehe mal ins Fitti. Ah! Wird ja auch mal Zeit. Ja. Hab eine Sonnenbrille gefunden. Nice. Und einen Skillpunkt bekommen. Ja, cool. Get that? Ja. Und einen Skillpunkt für Porky. Jawohl, ja. Das haben wir oben, das haben wir oben. Gut isoliert. Eiserner Magen. Wo ist denn dieses Parkour-Gedönse? Ach, hier. Machen wir mal ein bisschen Parkour. Mach doch mal Parkour. Ja. Oh, eine Kiste. Cool. So, säubere Gebiet. Oder? Ja, wir müssen noch hier hoch. Hier oben geht's noch mal richtig ab. Ja, aber da ist doch einer, der ist gerade die Treppe hoch. Ach, egal. Ja, der kommt schon wieder nach. Oh, das kommt vor. Der war das, den meinte ich. Ja. Oh, ich kann Verbandskästen bauen. Ja, endlich. Dann trägst du mir das Bier nicht immer weg, sondern nutzt es endlich für die Verbandskästen. Ganz genau. Ja. Offen.
Aber nur, weil ich draufgeschlagen habe. Ja, das hilft wirklich manchmal. Hier ist ein Tactical Warfare. Oh. Wollt es runtergepurzelt. Danke. Gut. So, dann haben wir jetzt beide Quests fertig, ne? Ja, gut. Cool. Ja. Dann auf zum Händler. Mhm. Steht eine doofe Moped. Ach da. Ich werde dir das nächste Mal die ganze Zeit meine Musik vorspielen. Und wehe, du bist. Ja? Das geht nämlich da auch die ganze Zeit. Dumm, 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 dumm. Nein, aber da ist keine Melodie drin bei deiner Musik. Das ist ja alles. Da ist auch keine Melodie drin. Kann ja jedes Kind dein komisches Techno-Geraffel da, ey. Das ist auch kein Techno-Geraffel, was wir da hören. Doch, öfters hören wir Techno-Geraffel. Oh. Nein. Doch. Ja. Ja, wir hören ganz viel. Ja, eigentlich nur. Ich weiß gar nicht, andere Musik gibt's gar nicht. Hast du die Tür vom Händler zufällig aufgelassen? Kann sein. Ich meine nur, weil ich gehe hier zum Händler rein und hier steht Schwester Clara auf dem Hof. Da hinten läuft Arlene rum. Und ja, hier steht noch so ein. Die wollten auch mal shoppen. Hier ist noch ein Geschäftsmann. Wie kommen die denn hier rein? Naja, durch die Tür. Ich glaube auch. Du musst draußen bleiben. Oh, ey, sag mal. Das gibt's doch nicht. Ich habe hier gerade voll durch den Hals geschossen. Und die ist nicht umgefallen. Ja, aber, ich hab doch das Glitch. Warte mal, das hier ist ein cooles Bild. Das ist ein cooles Bild. Das ist ein cooles Bild. Alles klar. Cooles Bild. Bei mir rappelt die da am Zaun. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ah gut, jetzt ist sie Gott sei Dank verschwunden. Warte mal, das muss ich mir hier mal aus der Nähe angucken hier. Aber die hat den Pfeil so richtig genau zwischen die Augen, genau durchs Nasenbein durch, durch den Hinterkopf durch und oben fehlt der komplette Schädel. Also, wenn das mal nicht, also das war mal ein richtig geiler Schuss. Ah, kannst du nicht sowas? Nein, kann ich auch nicht. Nee. Ach, mach doch dein Moped selber leer, ey. Ja, mach ich auch. Ja. Ich guck mal, wieso habe ich Stühle im Motorrad? Wegen Verbrennen und die haben bei mir keinen Platz gefressen. Ah ja, okay. Mhm. Interessant. Ja, ja, finde ich auch. Ja, warte mal, also ist dein Inventar voll? Ja, wieso? Willst du mir ein Buch geben? Ja. Gleich. Get the hell out of here. Stop staring, asshole. Spitzhacker, Stahl, Stufe 4. Nee, danke. Alter, wie gebe ich drei Quests ab? Okay. 10.000 Jetons oder Maschinengewehrpaket? Gib mir ein Maschinengewehrpaket. Danke. Drei Quests, alter Falter. Ich würde die drei Magazine mal hier hinschmeißen. Und hier noch ein Southern Farming. Er hat mir gegeben eine 6er M60. Geil. So, 5er Compound-Armbrust oder 5er Stahlaxt? Ne, ich nehme die Compound-Armbrust. Oder 4er Stahlhelm. Ich nehme den Stahlhelm, den 4er. So krass. Eine 4er Pumpgun könnte ich bekommen. Ich habe schon eine 6er habe ich schon bekommen. Soll ich uns ein Fertigungszeitschriftenpaket nehmen? Brauchst du nicht unbedingt. Ich habe letztens immer Stahl genommen. Du kannst gerne das Paket nehmen, aber... Ja, dann nehme ich mir die Pumpgun, dann habe ich auch eine. Ja, nimm. So, was haben wir denn hier? Stahlrüstungspaket, Militärrüstungspaket, Nahkampf-Mods-Paket, Batteriebank-Paket. Ich glaube, ich nehme das Stahlrüstungs-Dingsbums. Na klar, hol dir die Stahlrüstung, ist doch geil. So, hast du irgendwelche Aufgaben? Stromzufuhr herstellen im Checkpoint. Oha. Das ist ein bisschen was größer. Na, machen wir. Main's not important. What is important? I'd say it's so. Warte mal, dann ziehe ich mir mal den Helm an.
könnte jetzt hier noch ein bisschen dauern. Ja. Ich muss ihm erstmal gerade... Achso, du bist noch am Verhandeln. Ich gehe mal gerade ans Moped. Ich brauche ein bisschen Platz, sonst kann ich nicht ummodden. Ja, kannst du. Ich bin schon durch. Ist egal. Ich kann ja auch ein andermal verkaufen. Ist ja nicht schlimm. Okay, dann nehme ich noch eine Quest an. Mach das. Falsch. NFD Downtown Headquarter. Das klingt auch ziemlich groß. Polizeistation. So, nee, Quatsch, ich habe ja einen Viererstahlhelm. Ich habe gerade hier irgendwie ein bisschen... Ich habe zwei Helmlichtmods. Jetzt schnalle ich das erst. Ich denke gerade, warum ist denn hier das Problem gerade? Okay, das kann weg. Die Helmlichtmod kann weg, das kann weg, das kann weg. So. Ach, ich habe hier noch dreimal Armored ab. Ja. Ich schmeiß mal raus, ja? Warte. Ja. So, dann habe ich hier die Handschuhe. Tragen. Dann müssen wir die verändern. Dann haben wir hier einen Brustpanzer, den können wir tragen. Den hier tun wir verändern. Dann haben wir hier Stahlbeinschienen. Die hier und verändern die. Alles hier am Ummodden, ey. Und dann haben wir noch Stahlstiefel. Get out of my store! So, dann habe ich hier eine komplette 5er Eisenrüstung und noch ein 3er Stahlhelm übrig. Willst du davon? Also die Brustpanzer, die Beinschienen würde ich nehmen. Brustpanzer, Beinschienen. Den Rest kannst du verkaufen, weil ich habe da Leder an und ach. Das geht ich habe nur Eisenstiefel. Ach so, hattest du keine Brustpanzer hast du aber. Ach so, nee, ich habe dir gerade die Dings rausgeschmissen. Okay, da bin ich schön. Ja, ja. Dann hätte ich auch einen 3er Stahlhelm, wenn du den haben möchtest. Nein. Alles gut. Helmlichtmod? Habe ich schon. Schon lange. Abgesägte Schrotflinte erhöht die Projektilausbreitung. Hm, okay. Ja, dann gehe ich nochmal kurz rein und verscherbel ihm hier ein bisschen Rüstungsgedönse. Mhm. Und dann können wir erstmal nach Hause und gemütlich leer machen, wa? Mhm. Ich würde mal ganz schnell zu der anderen Händlerin fahren. Ja, mach das und, doch. Ja, lass uns nächste Folge da zusammen hinfahren. Okay, gut. Dann fahre ich heim. Ja. Wir treffen uns zu Hause. Kannst schon mein Herd anschmeißen. Nee. Warum nicht? Wieso sollte ich das tun? Ja, dann schalt wenigstens die Waschmaschine an. Wenigstens vor allen Dingen. Ja, warte. Hä? Huch. Ups. Das wollte ich nicht. Hehe, Jule ist falsch gefahren. Ja, weil ich die Maustaste gedrückt habe und auf einmal da nach hinten geguckt. Ach so. Ja, schwierig. Ja, das ist nicht gut. Das sollst du ja nicht machen. Das ist schwierig. Das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, dass du das nicht machen sollst. Ja, das hast du mir jedes Mal und ich check das einfach nicht. Ich bin einfach zu doof dazu. Ja. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Schön, dass wir uns da wenigstens verstehen und einer Meinung sind. Natürlich, ja. Also voll. Ach du Scheiße.
Ach du Scheiße. Ja, die Händlerkiste wird nicht weniger, sie wird immer mehr. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja. Das macht doch nichts. So, gehen wir nochmal kurz ans Moped gucken, was da so drin rumschimmelt. Hauptsache, ich habe Stühle im Moped. Ja, kannst du direkt in die Kochstelle packen. So, Munition. Oh, nee, jetzt habe ich da Magnum-Munition reingeschmissen, oder? Ja. Hier ist noch eine brennender Schaft-Mod übrigens. Ich habe alles voll. Alles gut. Ich bin zufrieden, glücklich mit dem, was ich hab. Okay. Schon 13 mal Säure. Ja, ich habe bisher nichts dafür gebraucht. Also für irgendwas. Mach mal gerade noch ein paar Eisenpfeile, dann sind die Spitzen da wenigstens auch mal weg. Wo stehen jetzt 20.000 Jetons her? Von mir, ich habe sie mitgenommen, weil ich dachte, wir fahren zum Händler dann irgendwie noch. Ach so. Aber wenn ich zu Jen fahre, können wir sie auf jeden Fall wieder mitnehmen. Testosteron, das kommt auch in die Händlerkiste und das hier ist ein Aloe Seed, den kann man hier in die Kiste schmeißen. Sehr gut. So, jetzt müsste ich natürlich noch gucken, was kann ich hier an Mods noch klauen. Schrotflintendrossel, verringert die Streuung. Schrotflintenmagazinvergrößerungsmod. Handgriffmod. Beim Schießen aus der Hüfte und aus der Bewegung. Kräftigender Griff. Jo. Einziehbarer Schaft. Verbessert die Waffenhandhabung bei der Bewegung oder beim Schießen aus der Hüfte. So, dann nehmen wir noch hier den Griff mit. Wa? So, dann machen wir mal so. Kannst du eigentlich andere Bögen bauen? Ich kann nur primitive. Ich kann nur einen Einserholzbogen bauen. Immer noch. Das ist ja krass. Da haben wir kaum was gefunden zu. Zu Bögen haben wir so wirklich so gut wie nichts gefunden, ne? Nö. Na gut. Ja, Pech. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn wir zu Händlerin Jan mal ganz kurz gucken, ob da noch irgendwas Cooles gibt. Genau. Und dann machen wir auf jeden Fall noch diese andere Quest dann, ne? Und unter doch mal eine Feralnacht. Ja. Was ballerst denn hier rum? Hör auf, hier rumzuballern. Ich glaube, es hackt. Ja, hackt auch. Ja, aber echt. Ja, beiß mal ins Brot und dann kannst du mal gemütlich was essen. Also dann, ja. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen auf YouTube. Lasst mal ein Like und Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.